It feels like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people. Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. We need someone to inspire us again. The world's more complicated now. We're never gonna stop. This world is ours. There's no going back. It doesn't have to be a war. It already is. We can't lose this fight. If we do this, we're gonna do it our own way. So we're partners, co-workers. Not necessarily a team. No. We look damn good, though. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz-Weiß. Ich bin euer Theodor Panda. Das war ja nun der finale Trailer von Falcon and the Winter Soldier. Bevor wir kommenden Freitag die Serie auf Disney Plus endlich zu Gesicht bekommen. Ich kann euch versprechen, es wird eine tolle Serie. Ich persönlich bin schon total aufgeregt. Nach dem Hype um WandaVision kommt nur eine Woche später die nächste Serie von Marvel. Es ist super spannend zu sehen, in welche Richtung sich das Marvel Cinematic Universe momentan entwickelt. Das Konzept mit den Serien, die sie veröffentlichen, und WandaVision, die ja eingeschlagen hat wie eine Bombe, trifft total mein Spaßzentrum. Ich habe so viel Spaß beim Content schauen und hoffe, ihr auch. Wir wollen uns ein paar Details des gerade gezeigten Trailers ansehen und ein, zwei Dinge ansprechen, wo ich vermute, in diese Richtung könnte es hingehen. Der Trailer beginnt mit der Szene, wo Falcon im Garten mit dem Schild trainiert. Wir wissen ja von Avengers Endgame, dass Falcon den Schild von Captain America bekommen hat. Ich denke, dass uns diese Szene suggerieren soll, Falcon wird der nächste Captain America. Ich glaube nicht, dass die Story von Marvel so plakativ sein wird. Ich denke nicht, dass Falcon die tatsächliche Bestrebung hat, der nächste Captain America zu werden. Er fühlt sich in seiner Rolle vermutlich wohl. Er will vermutlich das Vermächtnis von Steve Rogers von Captain America in Ehren halten. Aber für mich spricht dagegen, er ist kein Supersoldat. Er hat vieles durchgemacht mit Captain America und denke, er fühlt sich in der Rolle als Falcon sehr wohl. Vermutlich werden wir mit diesen Anspielungen und der begonnenen Storyline bei Avengers über das Vermächtnis über die Nachfolge von Captain America mit diesen Szenen in die Irre geführt. Er sagte im Trailer, es fühlt sich so an, als würde das Schild jemand anderen gehören. Ich habe es ja schon angesprochen, er fühlt sich dem Vermächtnis, dem Erbe von Captain America mit Sicherheit verpflichtet, aber vermutlich ist ihm bewusst, dass es Fußstapfen sind, in die er nicht treten kann oder treten will. Das nachdenkliche Gesicht von Falcon in dem Trailer gibt mir das Gefühl, mit dieser Annahme richtig zu liegen. Natürlich könnte man jetzt interpretieren, bei der Serie Falcon the Winter Soldier heißt, dass es ein Match zwischen Falcon und dem Winter Soldier geben wird, der den Nachfolger von Steve Rogers antritt. Glaube ich nicht. Die zwei können sich vermutlich nicht unbedingt
perfekt riechen und sind jetzt mit Sicherheit auch nicht Best Friends, so wie es Captain America und Captain Falcon war. Aber so vom Charakter her, vom persönlichen Feeling, interpretiere ich das so, dass die Serie ein tolles Team-Up zwischen den beiden sein wird. Aber auch Bucky ist, glaube ich, nicht bestrebt, ein neuer Steve Rogers zu werden. Die beiden waren von Kindheitstagen schon Best Friends und Bucky ist vom Charakter her nicht derjenige, der Captain America nacheifern will. Wir haben als dritte Partei natürlich auch John Walker, den US Agent, im Trailer, wo auch suggeriert wird, mit dem Auftritt bei dem Footballspiel, mit dem Logo, mit den Farben, er könnte der neue Captain America werden. Ja, das halte ich dann schon fast eher für wahrscheinlich, bevor es Falcon oder The Winter Soldier wird. Es ist ein frischer Charakter, es ist ein neuer Charakter, es ist ein unverbrauchter Charakter. Es ist quasi ein neutraler Charakter. Der ganze Thema der Serie wird vermutlich so die Kombination aus Geheimagenten, James Bond Abenteuer mit reichlich Action gepaart mit etwas Wortwitz und unfreiwillige Team-Up-Story à la Bud Spencer und Terence Hill kommt bei mir bei den Trailern schon raus. Bin echt gespannt, wie die erste Folge auf mich wirken wird. Ob sie das Gefühl bestätigen wird oder eher doch nicht. Was denkt ihr darüber? Seht ihr das ähnlich oder seid ihr komplett anderer Meinung? Wir sehen in dem Trailer auch eine öffentliche politische Rede, wo ich vermute, dass seitens von der Politik nach einem Nachfolger für Captain America gesucht wird, was dann wieder den Link schließen würde zu US Agent, wo für mich dann die Szene spricht, dass wir sehen, wie US Agent zur wahrscheinlich Halftime-Show eine Super Bowl spielt. Also alles wirkt für mich so ähnlich, wie wir es aus dem ersten Captain America Film kennen, wo Cap selber als Symbol für die amerikanische Regierung, für das amerikanische Militär im Zweiten Weltkrieg gestanden hat und ebenfalls die einen oder anderen PR-Auftritte absolviert. Wen haben wir als Antagonisten in der Serie? Ganz einfach Baron Zemo und die Flagsmasher. Die Beweggründe der Antagonisten kennen wir zur Hälfte, zur anderen Hälfte nicht. Wir kennen durch eine Aussage des Trailers, dass Baron Zemo die Welt quasi von Superhelden befreien will. Der Flagsmasher ist etwas im Inklern, kommt nicht so deutlich hervor. Sie könnten Handlanger von Baron Zemo sein oder sie könnten ihre eigenen Ziele verfolgen. Wir haben in dem Trailer ja auch eine kurze Dialogsequenz angeteasert zwischen der Anführerin der Flagsmasher und Sam Wilson, wo Sam meint, es muss nicht unbedingt zum Krieg kommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Flagsmasher die Regierung stürzen wollen, worüber man auch die eine oder andere Theorie anstellen kann, sind die Fähigkeiten der Flagsmasher. Wir haben ja in diversen Trailern die Auseinandersetzung zwischen Falcon, dem Winter Soldier und den Flagsmashern auf den fahrenden LKWs gesehen. In dem jetzigen Trailer sehen wir, wie die Anführerin der Flagsmasher meterweit in die Luft springt und das könnte uns suggerieren, dass sie übernatürliche Kräfte hätten, ähnlich eines Supersoldatenserums, das sie in die Hände gekriegt haben oder das in ihnen ausprobiert wurde. Ich denke, sie sind gut trainiert. Sie sind vielleicht eine ehemalige Militäreinheit, ähnlich wie Black Widow mit super krassen Moves und Fähigkeiten trainiert und ausgerüstet, die uns im Trailer vielleicht doch das Gegenteil suggerieren könnten. Aber ich denke definitiv nicht, dass sie modifiziert wurden. Ich denke, dass die Serie nicht unbedingt Captain America gewidmet ist. Ich denke nicht, dass die Serie sehr viel der Storyline von Captain America mit übernehmen wird. Sie wird so viel wie notwendig mit übernehmen, um eine Hommage zu skizzieren, aber trotzdem und genau deswegen dann eigenständig sein und eine eigene Geschichte erzählen. Und dieses Gefühl ist für mich der ausschlaggebende Grund, warum dass ich nicht denke, dass die Flagsmasher modifiziert sind oder gar Mutanten sind. Es wird viel simpler sein, es wird viel einfacher sein. Doch neben den ganzen Theorien und Gedankenspielen ist für mich das Schönste in dem Trailer die Funktion, das Zusammenspiel zwischen Bucky und Sam. Sie harmonieren miteinander als tolles Team, als Kollegen, die sich mal mehr und mal weniger gegenseitig riechen können, aber trotzdem den Respekt füreinander haben. Wie sieht es bei euch aus? Was denkt ihr über den letzten Trailer? Wie sehr freut ihr euch auf den Serienstart kommenden Freitag? Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eure Theorien in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns beim nächsten Video zu Falcon und The Winter Soldier wieder. Bis dahin!